Call of Duty Black Ops 6. Was gibt es Neues? Worauf sollten wir achten? Lasst uns heute das einmal genauer anschauen. Mein Name ist Ralf und ich beschäftige mich mit dem Bereich Games und Women auf diesem Kanal. Okay, jetzt zum Thema zu diesem Video. Als erstes das Erscheinungsdatum. Markiert euch den 25.10.24 im Kalender. Entwickelt von Treyarch und Raven Software verspricht dieser neueste Teil uns zurück in die spannungsgeladene Action zu bringen, die wir natürlich lieben. Der Kampagnenmodus spielt in den früheren 1990er Jahren und wird als Spionage-Action-Thriller beschrieben. Die Spieler navigieren durch komplexe Handlungen, in der die US-Regierung infiltriert wurde und die loyalen Soldaten als Verräter gebrandmarkt werden. Aber dieses Mal bietet die Kampagne mehrere Enden, basierend auf den Entscheidungen, die ihr trefft, was eine neue Ebene der Wiederspielbarkeit hinzufügt. Dadurch haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten und viel öfters die Möglichkeiten, das Spiel neu zu spielen. Erwartet zeittypische Gadgets von Dietrichen bis hin zu ferngesteuerten Sprengsätzen, die das Spielerlebnis extrem verstärken werden. Lasst uns doch mal auf die offizielle Seite gehen und uns zusammen die Demo anschauen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal den Black Ops 6 Gameplay Trailer an. Auf der offiziellen Seite von Black Ops 6 bei YouTube. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Okay, und also der Sound hört sich ja schon mal super an. These events clearly serve our national interest. Ich würde sagen, damit das besser rüberkommt, gehen wir mal in den Vollbild. Free from the specter of global conflict. Today we celebrate the mystery of American renewal. Something's going on. Natürlich auch wieder von Activision. Something big. I'm a firestarter. Black Ops 6. I figured if I stuck around hell long enough, I'd see the devil. How's he look? How's he look? I'm a firestarter. The agency is compromised. Also die Karte kam mir gerade irgendwie schon bekannt vor. Trust me, Marshal. But it might be better if you do. Hey! There's something you should see. What the hell are we getting into? Don't trust anyone. Das mit den Zügen kommt mir auch bekannt vor. Are you out of your mind? Things got complicated. Also die Grafik ist natürlich wie gehabt super. Black Ops 6 pre-order now. May God continue to bless the United States of America. Pre-order the Vault Edition and get the Hunters vs. Hunted Operator Pack, the Mastercraft Weapon Collection, the Season 1 Black Cell Bundle and more. Okay, also die Grafik, Sound und so, also sah ja schon vielversprechend aus, aber ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, was es denn generell was Neues gibt. Also in den Multiplayer, für die Multiplayer-Fans aufgepasst, Black Ops 6 bringt bedeutende Innovationen im Multiplayer-Modus. Eine der größten Neuerungen ist das Omnimovent-System. Erstmals könnt ihr nämlich in jede Richtung sprinten, gleiten oder tauchen, was eine bisher nie dagewesene Bewegungsfreiheit bietet. Das ermöglicht es euch, Kampfmanöver nahtlos aneinander zu verbinden und erhöht das Immersion im Spiel erheblich. Für alle Zombiejäger gibt es auch gute Nachrichten. Der rundenbasierte Zombie-Modus kehrt endlich wieder zurück. Zum Start gibt es zwei brandneue Karten und nach dem Launch könnt ihr euch noch
auf mehr aufregende Karten und bahnbrechende Erlebnisse freuen. Die Spielmechanik wurde ebenfalls komplett überarbeitet. Ein neues Schadenssystem verfolgt genau, wo ihr eure Gegner trefft und wie sich das auf das Schadensbild auswirkt. Das Prestige-System wurde überarbeitet, um den Fortschritt zu erleichtern, und es gibt diesmal 16 völlig neue Multiplayer-Karten. Außerdem kehren bekannte Gesichter wie Frank Woods zurück, der eine zentrale Rolle in der Handlung spielen wird. Okay, es gibt einmal die Call of Duty, die Fold Edition. Die kostet 109 Euro. Da habt ihr natürlich ein paar Zusatzoptionen. Dann gibt es das, wie gehabt, für 79,99. Also günstiger oder teurer ist es auch nicht geworden. Und Release-Datum 25.10. Also man kann das auch hier direkt vorbestellen. Und im PlayStation Store selber, also ich habe die PS5, da kann man die natürlich auch schon vorbestellen. Einmal hier Postgame Bundle und die Fold Edition. Genau. Zusammengefasst bringt Call of Duty Black Ops 6 eine Vielzahl von neuer Features und Verbesserungen, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben werden. Ich kann es kaum erwarten, das Spiel in den Händen zu bekommen und die neuen Inhalte direkt mal auszuprobieren. Bleibt dran für weitere Updates und vergesst nicht, das Spiel vorzubestellen, um frühzeitig den Zugang zu erhalten. Was haltet ihr denn von den neuen Möglichkeiten, die es in diesem Spiel gibt? Werdet ihr euch das Game holen? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Okay, und bis zum nächsten Mal und bleibt immer spielbereit.